Schrecksekunde im Training des FC Bayern. Am Tag nach dem enttäuschenden 2:2 beim FC Augsburg bricht Trainer Niko Kovac die Sonntagseinheit an der Säbener Straße vorzeitig ab. Corentin Tolisso setzte sich im Abschlussspiel des Trainings plötzlich auf den Rasen und fasste sich mit der rechten Hand an die Brust. Besorgte Mitspieler und der Mannschaftsarzt Dr. Peter Üblacker eilten zum 24-Jährigen. Nach einem kurzen Check entschied Trainer Niko Kovac, die Einheit zu beenden. Wenig später gab der deutsche Rekordmeister Entwarnung. Auf Sport1-Nachfrage teilte der Verein mit, dass mit Tolisso alles okay sei.